Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ich und keine Maske Box von Sido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ich und keine Maske von Sido, das Ganze am 27. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap und wie wir sehen können, ist diese ziemlich groß. Quadratisch und in schwarz gehalten. Wir werden mal, bevor wir die Folie abmachen, uns kurz diesen Sticker hier oben durchlesen. Und dann werden wir die Folie entfernen. Wir lesen hier einmal Sido, Ich und keine Maske, Limited Deluxe Box, Hoodie Size M. Dazu kommen wir dann noch. Und dann haben wir darunter die Credits und auf der linken Seite einen senkrechten Barcode. Gut, dann machen wir mal die Folie ab. Einmal hier. Wunderbar. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier oben diesen Sticker, der bleibt uns erhalten, der war nicht auf der Folie. Und wenn wir uns das genauer ansehen, Moment, ich hoffe, man kann das sehen, dann sieht es so aus, ja, auf jeden Fall, als wäre hier ein Sticker überklebt worden. Jetzt weiß ich nicht, ob das generell so ist, einfach bezüglich der Größe, weil es gibt ja dann verschiedene Sticker von S bis ML, XL Sticker, aber eventuell ist auch hier irgendwie ein Fehler passiert und es wurde erst falsch gelabelt und dann nochmal korrigiert. Naja, könnt ihr mir dann sagen, ob auf eurer Box auch zwei Sticker waren. Hier in der Mitte lesen wir einmal in Rot Sido, darunter in Weiß Ich und keine Maske. Also sehr, sehr schlicht gehalten die Box, bis auf diesen Aufkleber und diese Schrift hier in der Mitte. Echt nichts weiter, sonst alles komplett in Schwarz. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier den Sido-Schriftzug, Goldzweig, sein Label, dann Urban und Universal. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier aufzuklappen. Ist eigentlich eine ganz schlichte Kartonbox, so vom Aufbau. Und hier haben wir dann den Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Und dann haben wir hier den Hoodie. Ja, das war's auch schon. Mehr ist hier nicht drin. Von innen die Box in Weiß gehalten. Dann packen wir die Box mal wieder zusammen. Und auf die Seite. So, und nachdem hier sowohl Album als auch Hoodie noch in der Folie sind, werden wir das hier mal rausholen. Einmal der Hoodie und dann natürlich das Album. So, dann machen wir die Folie mal ab und wie wir sehen können, ist das Album in Rot gehalten, also das komplette Cover auf beiden Seiten hier in Rot eingefärbt, dieses Plastik, dieses Jewel Case. Wir haben hier Ich und keine Maske, es ist das 8. Soloalbum von Sido. Wir erinnern uns, als Sido angefangen hat, die ersten Alben von ihm hießen ja damals Maske, dann kam Ich und das dritte Album war dann Ich und keine Maske. Das war im Jahr 2004, 2006 und 2008. Ist also schon echt eine Menge Zeit vergangen seitdem. Und jetzt haben wir mehr oder weniger mit seinem 8. Album den 4. Teil dieser anfänglichen Trilogie, nämlich Ich und keine Maske. Die ist ja mittlerweile nicht mehr im Einsatz. Wir haben hier ein reguläres Jewel Case. Auf der Seite lesen wir hier ganz unten Sido, Ich und keine Maske. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Wir haben auch Features mit dabei, die sind hier jetzt allerdings nicht angeführt. Also hier sind wirklich nur die Tracktitel. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann im Booklet die Features angeführt haben. Hier wieder der Barcode in dieser interessanten Gestaltung. Und hier natürlich dann auch noch die Credits. Ups, so rum. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier einmal einen Flyer, aber es ist gar kein Flyer, sondern es ist ein Stickerbogen. Okay,
Schauen wir uns noch an. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet. So, also so sieht dann das Cover regulär aus. Ich glaube, das kennt man. Das war auch in der Promophase immer das eigentliche Erscheinungsbild. Jawohl. Dann haben wir hier ein textlastiges Booklet. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Wir haben hier pro Track dann eine Seite und die ist hier so in Schreibmaschinenschrift bedruckt mit den kompletten Lyrics des Tracks, sehr schön. Und hier unten dann nochmal fett gedruckt die Infos, also die Credits zu dem einzelnen Track. Wer hat produziert, gemixt etc. All das kann man hier lesen, sehr schön. So, das zieht sich dann so durch vom Design. Also hier sind einmal die ersten beiden Features, einmal Yoni und einmal BK. Früher Blut und Kasse, jetzt BK. So, dann hier ein Keyboard mit Sido-Foto. Okay, weitere Fotos. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir dann ein Feature von Apache. Weitere Fotos. Hier im Studio mit, es dürfte wohl Explosive und DJ Desu sein. Weitere Tracks. Also ihr seht schon, jede Menge Lyrics hier mit dabei. Und das Ganze dann immer noch unterlegt mit Fotos. Hier haben wir das nächste Feature von Luciano. Dann Nico Santos. Und ein Feature gibt es dann meines Wissens noch. Nein, zwei Features. Einmal hier, schon okay, mit Casper. Und dann der letzte Track, Pyramiden, Johannes Oerding. So, dann haben wir hier noch so ein verwackeltes Bild von Sido, sieht so ein bisschen nach 3D aus, komplett in Rot und Weiß. Und zum Abschluss gibt es ja nochmal die Maske. Okay, also schönes Booklet. Dann packen wir das mal wieder zurück. Und dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus in Rot und Schwarz, ein blasses Rot. Und auf der Rückseite lesen wir All Photos by Murat Aslan, Design by Murat Aslan und Studio Benz. Okay, das was hier zwischen All und Photos ist, das wurde hier so durchgestrichen. Also das war ja auch im Booklet schon mehrmals, dass so einzelne Wörter weggestrichen waren. Und dann haben wir auch noch diesen Stickerbogen. Das habe ich überhaupt noch erst sehr selten gesehen, dass man hier Sticker mit in das Albumcover, mit ins Booklet packt. Also neu mal hier die Maske in Rot und Schwarz. Könnt ihr dann aufkleben. Ich packe die mal wieder rein. So, ich muss jetzt aber ehrlich sagen, was jetzt die CD betrifft, ich weiß nicht, ob das Album so regulär auch im Regal steht oder ob jetzt wirklich nur die aus der Box in Rot eingefärbt sind, aber nachdem wir hier auch nochmal einen separaten Barcode haben, ja, ich gehe mal stark davon aus, dass dieses auch im Regal stehen wird. Aber ja, wenn ihr die reguläre CD gekauft habt, könnt ihr mir das ja sagen. Dann kommen wir zum zweiten und auch gleichzeitig letzten Boxinhalt, und zwar haben wir hier diesen Hoodie. Bevor wir uns den ansehen, wir haben hier so eine Plastikverpackung, so einen Plastikbeutel. Hier lesen wir einmal BSDN, Sido. Dann haben wir hier Hinweise, ja, von Babys und Kindern fernhalten, okay. Und auf der Rückseite dann groß die Maske. Dann wieder hier BSDN, Sido und hier eben der Aufkleber in M. Ja. Größe war frei wählbar. Ich habe mich natürlich wieder für Größe M entschieden, aber es gab den auch in Small oder in L oder XL. Also das liegt natürlich dann wie immer bei euch. Es raschelt hier so komisch, denn ja. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier einen komplett roten Hoodie. Die Farbe sieht jetzt in der Kamera etwas blass aus, aber die Farbe ist ja in der Realität etwas kräftiger. Wir haben hier einmal auf der linken Brust diese Maske, die ist hier aufgestickt, so sieht das aus, glänzt auch schön im Licht, okay. Und dann haben wir hier eine Bauchtasche mit eingenäht, also klassisches Hoodie-Design. Dann an den Ärmeln und hier unten am Bund jeweils hier noch zusammengenäht, also hier so ein Bund, so ein gerippter Bund. Dann haben wir hier die Kapuze. Natürlich zwei Bändel hier mit dabei, um das Ganze entsprechend zuzuziehen und an euren Kopf anzupassen. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann
so aus. Wir haben hier auch wieder alles in Rot. Und hier dann in der Farbe, in der auch vorne die Maske aufgestickt war, haben wir dann hier zwei Schriftzüge, und zwar einmal BSTN und einmal Sido, der klassische Sido-Schriftzug mit dem Herz. Dann schauen wir mal hinein, was wir hier vorfinden. Also, was lesen wir denn hier? Also, ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Marke nicht. BSTN. Und was lesen wir hier? In bester Gesellschaft. Sido. Dann haben wir hier einen Einnäher mit M. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwie noch einen... Ja, hier haben wir noch einen zweiten Zettel. Und zwar, was lesen wir denn hier? Imported by BSTN Store GmbH München. Okay. Und was lesen wir hier denn noch? Alter, das ist echt nicht leicht zu lesen. Wir lesen hier 80... Was sind das für Sprachen hier? So, eventuell finden wir hier irgendwas auf Deutsch oder zumindest Englisch. Okay, also hier lesen wir dann 60% Baumwolle. Also hier oben 60% Baumwolle und 40% Polyester. Und das Ganze ist, hier lesen wir es, Made in China. Grüße gehen raus. So, wir packen den Hoodie mal wieder zusammen. Einmal und zweimal. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie in der Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann das Album im regulären Jewel Case mit insgesamt 14 Tracks, sowie natürlich der Stickerbogen mit insgesamt 9 Stickern, der hier noch mit drin ist. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box. Ich und keine Maske von Sido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.